Can you hear us? Can you... Over. We are sinking. We are sinking. Hello? This is the German Coast Guard. We are sinking. We're sinking. What are you thinking about? Dieser Werbespot für die Berlitz Sprachschulen aus dem Jahr 2007 illustriert ziemlich deutlich, welche Probleme in der Kommunikation per Funk auftreten können. Natürlich ist der Werbespot eher witzig gemeint, aber tatsächlich ist es in der Schifffahrt oft so, dass die internationalen Besatzungen unterschiedlich ausgeprägte Englischkenntnisse haben. Und das unterschiedliche Sprachniveau, gepaart mit verschiedenen Dialekten, dem Rauschen der Funkgeräte und dem Lärm der Schiffsmotoren, alles zusammen kann zu ziemlich großen Missverständnissen führen. Und das kann im Ernstfall schwere Folgen haben. Deshalb sprechen wir heute über MAFM, einen Spracherkenner, der diesen Missverständnissen entgegenwirken will. Ihr hört das Forschungsquartett, den Wissenschaftspodcast von Detektor FM. Und mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Hallo. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft. MAFM ist eine Spracherkennungstechnologie, die vom Fraunhofer Center für maritime Logistik und Dienstleistungen entwickelt wurde, um die Funkkommunikation in der Schifffahrt zu vereinfachen. Mit meiner Kollegin Clara Temmler spreche ich darüber, wie MAFM genau funktioniert. Und wir hören uns einen echten Funkspruch an, der zeigt, wie ernst die Lage auf See manchmal ist. Aber erstmal, hallo Clara. Hi, nicht wundern, ich bin ein bisschen erkältet, also... Es kann sich vielleicht manchmal ein bisschen kratzig anhören. Das ist okay, wir wünschen auf jeden Fall gute Besserung. Clara, kannst du noch mal für uns Landratten kurz erklären, wie denn der Funkverkehr zu See eigentlich funktioniert? Ja klar, also erstmal muss man sagen, dass auf dem Wasser je nach Gegend alles Mögliche herumfährt. Also von Freizeitseglern über Kanufahrern bis zu Luxusjachten und Containerschiffen. Und je nachdem, wie groß so ein Schiff ist und welchen Nutzen es hat, gelten eben andere Sicherheitsregeln. Fast alle Schiffe müssen aber ein Funkgerät an Bord haben, weil es ist extrem wichtig, mit anderen Schiffen und den Verkehrszentralen kommunizieren zu können. So kann man zum Beispiel Sicherheitsabsprachen treffen oder Notfallsignale absetzen. Und über Funk können die Besatzungen auf den Schiffen auch den aktuellen Wetterbericht mit Wellengang und Windstärke abrufen und mit der Hafenaufsicht reden. Also wenn Sie in einen Hafen reinfahren, können Sie fragen, welchen Hafenplatz Sie denn zugewiesen bekommen haben. Okay, also ich habe verstanden, Funk ist die Kommunikationsmethode auf dem Meer und einfach extrem wichtig. Genau. Funk ist zwar eine sehr alte, aber eine sehr zuverlässige und robuste Technologie, deswegen ist sie immer noch im Einsatz. Der Vorteil ist einfach, dass Funk fast immer funktioniert, gerade da, wo eben kein Handynetz oder WLAN mehr ist. Funksignale können sich über weite Flächen wie das Meer auch ideal ausbreiten, weil es kaum Hindernisse gibt. Und deswegen funktioniert Funkkommunikation auf See auch über weite Entfernungen. Aber natürlich gibt es beim Funken auf See auch Schwierigkeiten. Und genau hier setzt MAFM an. Maximilian Reimann leitet das Team Maritime Operations Management am Fraunhofer Center für maritime Logistik und Dienstleistungen, kurz Fraunhofer CML. Er hat mir erklärt, welche Herausforderungen es beim maritimen Sprechfunk gibt. Wir haben diese alte Technologie des Funks, die sehr zuverlässig funktioniert, aber wie gesagt auch technologische Nebengeräusche bei der Kommunikation mit beinhaltet. Darüber hinaus ist es natürlich so, dass wir an Bord des Schiffes auch weitere Störquellen haben. Also wir haben viel Lärm beispielsweise durch die Antriebsmaschine. Wir haben Crews, die aus allen Herren Ländern kommen. Das heißt also, wir haben auch sehr, sehr unterschiedliche Akzente und Dialekte in den Sprechweisen. Es wird primär auf Englisch kommuniziert. Dementsprechend, dadurch, dass die Leute aus auch sehr unterschiedlichen Ländern kommen, haben wir auch sehr unterschiedliche Englischniveaus. Und genau, das ist quasi in Verbindung mit dem maritimen Kommunikationsphrasen. Also bei der Kommunikation im Maritimen werden auch bestimmte maritime, ich sag jetzt mal in gewisser Weise, Floskeln verwendet, die die Kommunikation vereinfachen sollen, in Verbindung mit vielen maritimen Fachbegriffen und Schiffsnamen, geografischen Namen,
sind das letzten Endes die Herausforderungen, mit denen konventionelle Spracherkenner oder Sprachassistenten wie beispielsweise Alexa, Siri und Co. dann entsprechend nicht zurechtkommen. Also das ist auch ganz klar hier der Fokus von MAFM, liegt nicht auf der Erkennung von Alltagssprache. Da gibt es Systeme, die funktionieren mittlerweile wirklich sehr, sehr gut, sondern der Fokus von MAFM liegt hier, wie gesagt, ganz klar auf dem Training und der Erkennung von domänenspezifischen Inhalten beziehungsweise jetzt hier in dem Kontext der maritimen Funksprüchen. Um überhaupt funken zu dürfen, brauchen die Seeleute übrigens einen Funkschein. Also einerseits, um die Geräte richtig zu bedienen und zu wissen, welcher Funkkanal wofür verwendet wird, aber auch, um die Kommunikationsregeln zu lernen, die Maximilian Reimann ja auch vorhin angesprochen hat. Die gibt es eben, um Missverständnissen vorzubeugen. Wichtige Informationen müssen zum Beispiel auch immer mehrmals wiederholt werden, damit sie wirklich durchkommen. Aber selbst wenn es eigentlich klare Regeln für das Sprechen über Funk gibt, in der Realität schaut das natürlich häufig anders aus. Das erinnert mich so ein bisschen an den Straßenverkehr. Es gibt ja Verkehrsregeln, an die man sich eigentlich ja auch halten soll. Die lernen auch im Grunde alle Menschen in der Fahrschule. Man macht einen Führerschein, um dann auf der Straße fahren zu können. Aber wenn man dann den hat und dann auf die Straße losgelassen wird, dann gibt es dann Situationen, wo doch irgendwie alle so ein bisschen anders fahren als ursprünglich gelernt. Ja, voll, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Beim Funken kommt auch noch dazu, dass das Funkgerät ja nicht das Einzige ist, was die Besatzung im Blick haben muss, um sicher von A nach B zu kommen. Da wäre zum Beispiel noch das automatische Identifikationssystem AIS, das Position, Kurs, Name und Geschwindigkeit der umgebenden Schiffe anzeigen kann. Und es gibt auch elektronische Seekarten, die mit aktuellen Informationen gefüttert werden. In so einer Kommandozentrale von einem Schiff, der sogenannten Schiffsbrücke, da piept's und blinkt's ja dann bestimmt ganz schön viel. Da ist es im Grunde ja eigentlich kein Wunder, dass wichtige Funksprüche da auch mal untergehen können, kann ich mir vorstellen. Ja, und alles zusammengenommen sorgt dafür, dass es bei der Kommunikation über Funk zu Missverständnissen kommen kann. Deswegen hat das Fraunhofer CML die Spracherkennung MAFM entwickelt. Also das ist ein Programm, das Sprache direkt in Text umwandelt. Das soll eben Probleme beim Funken auf See lösen. Wir können uns ja mal einen Originalfunkspruch anhören und schauen, ob wir ihn verstehen. Ja, voll gern. Okay, what's your situation? What's your situation now? Situation is as follows. Normal cruising procedure when approached from starboard by two heavily loaded skiffs. Skiffs made direct approach on the ship. Person sighted in front skiff with what appeared to be a high-powered weapon. Warning shots were fired. Skiffs have now broken off their attack and are shadowing from approximately 3 miles to our stern. Over. Okay, also ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so viel verstanden. Ich musste mich am Anfang erstmal reindenken in die Situation. Da ist ganz viel auch Nebengeräusche. Am Anfang sagt eine Person oder fragt eine Person, was die Situation ist. Dann kommt eine Antwort von einem Schiff, vermute ich, von der entgegengesetzten Person, die mit der ersten Person spricht. Und dann habe ich irgendwas von Waffen gehört und von Warnschüssen. Also es hört sich irgendwie schon so nach einer brenzlichen Situation, aber so richtig einordnen kann ich es eigentlich nicht, was da gerade passiert. Ja, fast. Du hast es eigentlich schon ziemlich gut zusammengefasst. Das war eine Konversation zwischen der Djibouti Radio Station, also der Küstenfunkstelle des ostafrikanischen Landes Djibouti, und dem Tanker North Contender im April 2011. Die North Contender war auf dem Golf von Aden vor Somalia unterwegs. Das ist eine ziemlich viel befahrene Schiffsroute, aber die ist leider auch sehr bekannt für Piratenangriffe. Und ich übersetze hier mal kurz, was gesagt wurde. Also die Zentrale in Djibouti fragt, was ist ihre Situation? Und die North Contender antwortet, die Situation ist wie folgt. Normaler Kurs, bis sich von Steuerbord 2 schwer bepackte Skiffs genähert haben. Also Skiffs sind so kleine Boote. Und dann heißt es weiter, eine Person auf dem ersten Skiff gesichtet mit etwas, das aussieht wie eine schwere Schusswaffe. Warnschüsse wurden abgegeben. Skiffs haben sich entfernt und folgen uns nun mit einer Distanz von circa 3 Meilen zu unserem Heck. Ja, krass, wow. Da ist ja schon dann inhaltlich ganz schön viel verloren gegangen.
Ja, ich muss das mir auch ein paar Mal anhören, bis ich das verstanden habe. Aber ich finde, dass dieser Funkkontakt ziemlich gut illustriert, welche Probleme im Schiffsfunk auftreten können. Wir hatten ja jetzt hier eine Situation, in der einfach schnelles Handeln gefragt ist. Also die North Contender hatte dann echt Glück, dass sie über Funk ein Militärschiff erreicht hat. Und laut meinen Recherchen war der Tanker dann auch weiter auf den Weltmeeren unterwegs, sodass man sagen kann, dass das Funkgerät ein Lebensretter war. Aber ich schweife ab. Auf jeden Fall war das eine brenzliche Situation, in der jede Nachfrage über Funk einfach Zeit kostet. Und das kann im schlimmsten Fall eben lebensgefährlich sein. Aber dann nicht nachzufragen ist natürlich auch ein ziemlich großes Risiko für Missverständnisse. Das wiederum kann ja auch gefährlich sein. Genau, deswegen ist es ja so praktisch, wenn MAFM eingehende Funksprüche direkt in Text umwandelt, sodass man einfach nachlesen kann. Eigentlich ja ziemlich naheliegend, aber nachdem wir eben jetzt so einen Austausch von Funkmeldungen gehört haben, verstehe ich, warum es das nicht schon länger gibt. Es ist ja im Grunde ja nicht so einfach, wie wenn wir jetzt zum Beispiel in unserem Beruf als JournalistInnen Interview führen, das von einem Programm transkribieren lassen, in dem sich Menschen in einer ruhigen Umgebung unterhalten und alles relativ klar ist. Maximilian Reimann hat ja auch gesagt, dass sie MAFM ganz gezielt mit maritimen Funksprüchen trainieren mussten. Das hat eben ganz besondere Herausforderungen. Und ich habe das mal getestet und tatsächlich scheitern konventionelle Spracherkenner ziemlich kläglich an diesen Funksprüchen. Ich habe den Funkverkehr von vorhin zwischen der North Contender und der Djibouti Radio Station auch mal durch eine Transkriptionssoftware gejagt. Aber was da rauskommt, war ziemlich ernüchternd. Eigentlich hattest du den ersten Satz erkannt, also okay, what's your situation? What's your situation now? Und dann kam ziemlich lange nichts mehr und irgendwann nochmal ein einsames What's up? Und das kam ja gar nicht vor im Funkspruch. Also wäre das auf See ziemlich nutzlos. Damit kann man eben irgendwie gar nichts anfangen. Wie macht MAFM das Ganze jetzt besser? Wie funktioniert das genau? MAFM ist ein KI-basierter Spracherkenner. Er kann eingehende Funksprüche quasi mit Untertiteln versehen. Man kann also auf einem Bildschirm live mitverfolgen, was gerade gesagt wird. MAFM speichert diese Funksprüche dann auch, sodass man wie in so einer Art Protokoll immer nachlesen kann, was wann gesagt wurde. Herr Reimann hat das auch nochmal erklärt, wie das technisch funktioniert. Wir haben ein Funkgerät, das ist entsprechend an eine Antenne angeschlossen. Und jedes Mal, wenn ich das Funkgerät dann über die Push-to-Talk-Funktion benutze, wird die Antenne aktiviert und es wird ein Audiosignal in Form einer Radiowelle ausgesendet. Und dann ist es so, dass quasi in einem Umkreis von ungefähr 30 nautischen Meilen alle Schiffe, die entsprechend eine UKW-Antenne haben, dieses Signal empfangen können. Und dieses Signal wird dann entsprechend an das schiffseigene Funkgerät übertragen. Was wir jetzt machen, ist, dass wir dieses Signal, was dann über die UKW-Antenne empfangen wurde, dass wir das weiterleiten an einen Computer. Das ist auch wieder ganz individuell von den Kundenbedürfnissen abhängig. Das kann einfach ein kleiner Industrierechner sein und auf dem Industrierechner ist dann entsprechend unser Spracherkenner installiert und der verarbeitet dann entsprechend das eingegangene Audiosignal und erzeugt die Transkription. Wie MAFM für den Benutzer dann tatsächlich aussieht, hängt ein bisschen von Anwender ab. Also es kann entweder nur ein kleiner Bildschirm mit limitierten Daten sein, so wie Herr Reimann das gerade beschrieben hat. Aber für die Koordination von Rettungseinsätzen gibt es auch komplexere Ansichten. Wir haben allerdings auch gerade für den Bereich Search and Rescue nochmal eine eigene Darstellung entwickelt, wo wir in Ergänzung zu der eigentlichen Transkription auch Informationen auf einer Seekarte dargestellt haben. Hintergrund hier war es dann entsprechend Schiffsunfälle, Havarien und dergleichen entsprechend auch schnell lokalisieren zu können. Wir haben hier die Transkription auch noch mit weiteren Signalen angereichert, ja insbesondere mit umliegenden Schiffspositionen und haben die Schiffe dann auch über weitere Signale identifiziert, sodass letzten Endes eine Übersicht erzeugt werden kann, wer was an welcher Position zu welchem Zeitpunkt gesagt hat. Für kleine Charterjachten, die vielleicht nur ein bis zweimal pro Tag die Yachthäfen für einen Anlegeplatz anfunken müssen, ist MAFM natürlich nichts. Das wäre ein bisschen übertrieben. Aber so wie ich das verstanden habe, hilft MAFM gerade dann, wenn man den Überblick über ganz viel Funkverkehr behalten muss. Also jetzt zum Beispiel als Rettungszentrale oder die Verkehrsaufsicht? Genau. MAFM wird ja gerade auch schon genutzt,
Und da hat mich natürlich interessiert, was denn die NutzerInnen dazu sagen. Ich kann Ihnen leider nur einen kleinen Einblick geben, da wir viele Geheimhaltungsvereinbarungen mit Unternehmen haben, die die Technologie einsetzen. Ein Kunden, über den ich sprechen darf, ist Fintraffic VTS. Das ist eine Verkehrszentrale, ein Universal Traffic Service Center in Finnland, die den gesamten finnischen Seeraum überwachen und entsprechend steuern. Da ist es so, dass wir unseren Spracherkenner hier auch nicht nur für Englisch und Deutsch, wie wir das vorab schon hatten, modifiziert haben, sondern auch auf die Erkennung von Englisch, Finnisch und Schwedisch trainiert haben, weil das entsprechend die Hauptsprachen Verkehrsgebiet von Traffic VTS sind. Wir haben das System mittlerweile in Finnland installiert. Es läuft vor Ort, wird eingesetzt und wir befinden uns gerade in der Testphase und erheben hier Feedback von den Nutzern. Was wir bislang gehört haben, war sehr, sehr positiv. Ja, vor allen Dingen die Möglichkeit, dann entsprechend nachträglich sich nochmal Informationen anzuschauen. Aber auch, wenn wir hier eine Schichtübergabe beispielsweise haben von einem VTS-Operator zum nächsten, ist es hier jetzt sehr, sehr viel einfacher möglich, auf den aktuellen Stand zu kommen und die Arbeit entsprechend fortzuführen. Wenn ich das jetzt raushöre, ist der Vorteil vor allem, dass nachträglich nachvollziehbar ist, was gesagt wurde, welche Funksprüche es gab und dass man einfach ja viele Informationen gebündelt auf einen Blick sieht. Genau. MarfM kann ja zum Beispiel auch die Position und den Namen der Schiffe in der Umgebung anzeigen, wenn man das möchte. Nun ist aber eine KI ja nur so gut wie ihr Training. Wir haben vorhin schon gehört, dass MarfM speziell für die Herausforderungen im Schiffsfunk trainiert wurde. Aber der Schiffsfunk ist ja nicht überall auf der Welt gleich. Es gibt ja sicher in jedem Land auch Unterschiede und andere Gepflogenheiten beim Funken. Das stimmt. Die künstliche Intelligenz hinter MarfM lernt aus Daten, mit denen sie gefüttert wird und verbessert sich dann so immer weiter. Und um auf ein spezielles Einsatzgebiet vorbereitet zu werden, bekommt die KI dann nochmal ein spezielles Extra-Training, um andere Sprachen und lokale Besonderheiten zu lernen. Wir haben zunächst ein Standardmodell entwickelt. Das ist quasi unser Grundgerüst, auf dem die KI basiert. Wir haben hier über viele, viele Jahre eine riesige Datenbank aufgebaut, jeweils bestehend aus einer Audiodatei, einem Funkspruch mit dazugehörigem Transkript. Und diese Daten, die nehmen wir dann und trainieren unseren Spracherkenner damit. Das kann man sich so vorstellen, also wir haben eine Audiodatei und sagen der KI dann, okay, zu dieser Audiodatei gehört das entsprechende Transkript. Das macht man dann entsprechend für sehr, sehr viele Dateien und anschließend ist es so, dass man der KI dann nur Audiodateien ohne das dazugehörige Transkript, also ohne das dazugehörige Label übergibt und schaut, was für Ergebnisse die KI dann entsprechend dabei erzeugt, also was für Transkripte ausgegeben werden. Das macht man für einen Teil der Datenbasis, die man hat und überprüft damit die Performance der KI. Und genau, das ist quasi so der Trainingsvorgang per se. Und in einem zweiten Schritt unternimmt man dann quasi so eine Art Feintuning. Das heißt, man guckt sich individuell nochmal an, wo es Schwächen gibt und probiert hier nochmal gezielt Stellschrauben nachzuziehen. Und insbesondere berücksichtigt man dann bestimmte Fokuspunkte, wie beispielsweise Schiffsnamen. Wichtig ist letzten Endes für das Training und die Performance der KI dann die Daten, mit denen das Ganze gefüttert wird. Und genau, das ist auch hier eine Besonderheit bei MarfM. So eine Datenbasis, die wir hier in den letzten Jahren aufgebaut haben, da gibt es keine vergleichbare Datenbasis, die kommerziell oder nicht kommerziell zugänglich ist. Also quasi durch unsere vorherigen Forschungsarbeiten haben wir hier quasi letzten Endes dann die Grundlage überhaupt erst geschaffen, dass solche Modelle entwickelt wurden. Dann ist MarfM ja eigentlich ziemlich einzigartig, dass es so etwas wie MarfM nicht schon längst gibt. Liegt also daran, dass es erstmal ja gute Trainingsdaten für die künstliche Intelligenz geben muss. Das gibt es eben so nicht nochmal auf dem Markt, weil es eben sehr lange dauert, bis die KI so trainiert ist, dass man sie einsetzen kann und aufgrund der besonderen Datenlage am Fraunhofer CML. Jetzt frage ich mich die ganze Zeit natürlich, wie kann denn die KI überhaupt Sprache erkennen? Also wie funktioniert das Ganze technisch? Wir können uns vorstellen, was die KI letzten Endes macht, ist, dass sie wie so eine Art intelligentes Ohr funktioniert. Das heißt also, das Audiosignal, was bekommen wird, wird erstmal in kleinere Teile unterteilt. Und dann wird versucht herauszufinden, was der Inhalt dieser kleinen Dateien ist, also dieser kleinen Abschnitte.
Dazu werden sogenannte neuronale Netze eingesetzt, die quasi der Funktionsweise von einem Gehirn nachempfunden sind. Und es wird probiert, dann entsprechend Merkmale in den Audiodateien zu erkennen. Und die helfen dann letzten Endes dabei, die Sprache zu verstehen. Schauen wir das vielleicht mal an einem kleinen Beispiel an. Also wenn ich jetzt den Satz sage, hallo, wie geht's? Dann würde die KI zunächst einmal, wie gesagt, diesen Satz in kleine Einheiten unterteilen. Das sind die sogenannten Phoneme. Das sind quasi die kleinsten lautbildenden Einheiten der Sprache und hat quasi dann ein Mapping von Phonemen zu der dazugehörigen Schreibweise. Was es dann macht, ist, dass es sich anschaut, die einzelnen Phoneme, die erkannt worden sind, und probiert, diese in Verbindung zueinander zu setzen, um daraus dann entsprechend ein Transkript zu berechnen. Das heißt also, wir gehen Phonem zu Phonem durch und die KI schaut dann quasi, wie das Phonem, was davor erkannt wurde, im Verhältnis zu dem Phonem, was als nächstes erkannt wurde, steht und probiert aus diesem Kontext dann entsprechend einen Satz zu bilden. Im Grunde berechnet also die künstliche Intelligenz die wahrscheinlichste Wortfolge des Funkspruchs? Genau, also basierend auf den Phonemen, die es eben registriert. Und das Ganze funktioniert auch nicht nur mit Funk, sondern mit jedem Audiosignal. Das bedeutet, man kann zum Beispiel auch die sogenannten Voyage Data Recorder von Schiffen auswerten. Das sind so eine Art Blackboxen, mit denen man nach einem Unfall nachvollziehen kann, was passiert ist. Mit MAFM kann man diese Daten dann aufbereiten und durchsuchbar machen, weil es dann eben als Text vorliegt. Es klingt für mich so ein bisschen, als wäre MAFM so ein bisschen ein Allrounder. Was soll denn in Zukunft noch kommen? Gibt es da Pläne? Maximilian Reimann und sein Team wollen MAFM auch für andere Bereiche nutzbar machen und sie immer weiter für verschiedene Nutzergruppen anpassen. Was wir uns von MAFM versprechen, ist, dass wir jetzt noch weitere verschiedene Domänen uns anschauen. Mittlerweile viel Erfahrung im Bereich domänenspezifische Spracherkennung und Training geschafft. Und wir sagen, dass wir ungefähr so 10 Stunden an Audiodateien benötigen, um auf eine neue Domäne entsprechend unseren Spracherkenner anzupassen. Und perspektivisch, denke ich, ist der Bereich Luftfahrt sehr interessant. Wir haben ähnliche Herausforderungen. Bislang tatsächlich auch noch keine Bestrebungen oder keine Lösungen in dem Bereich, die Informationen aus UKW oder aus Funk generell oder aus Audiosignalen zugänglich machen. Und wir sehen tatsächlich auch viel Bedarf im Bereich der ganzen Einsatzleitstellenkommunikation. Sprich also für beispielsweise Feuerwehr, Polizei, wo man entsprechend hier mit dem Transkriptionstool und perspektivisch auch mit einer Übersetzungsfunktion, gerade wenn wir Personen haben aus fremden Ländern mit unterschiedlichen Sprachhintergründen, die Möglichkeit haben, hier auch dann einfach die Kommunikation zwischen Operator vor Ort an der Leitstelle und den entsprechenden Anrufer dann zu optimieren. Also könnten wir jetzt, ich spinne mal ein bisschen rum, in Zukunft auch sowas wie Flug-FM oder Polizei-FM haben? Ja, vielleicht. Dann danke ich dir, Clara, dass du uns mitgenommen hast in die Welt des Funks und der Schifffahrt. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt darüber, wie die Kommunikation auf dem Wasser funktioniert und welche Bedrohungen dort lauern. Besonders hat mich gefreut, jetzt nochmal im Detail verstehen zu können, ja, wie eigentlich KI Sprache erkennt. Ja, sehr gerne. Heute haben wir über MAFM gesprochen, einen KI-basierten Spracherkenner, der maritime Funksprüche in Text konvertiert. Meine Kollegin Clara Chemler hat dafür mit Maximilian Reimann vom Fraunhofer Center für maritime Logistik und Dienstleistungen gesprochen. Er leitet dort das Maritime Operations Management und hat an MAFM mitgearbeitet. Und damit endet diese Folge vom Forschungsquartett, diese Woche in Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft. Neue Folgen, die findet ihr jeden Donnerstag auf detektor.fm oder in der Detektor-FM-App. Und ihr könnt es natürlich auch auf Apple Podcasts oder in der Podcast-App eurer Wahl hören. An dieser Stelle bedanke ich mich wie immer bei meinen beiden Kolleginnen Clara Chemler und Caroline Breitschädel. Die beiden hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Und mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft.